Abend und ein herzliches Grüß Gott wiederum aus der Pfarrkirche in Schladming zur Feier der Osternacht, zur Feier der heiligsten Nacht im ganzen Jahr. Keine Sorge, dein Computer, dein Gerät, dein Bildschirm ist nicht kaputt, weil du nicht siehst. Es ist die Situation, mit der wir die Osternachtfeier beginnen. Dunkelheit. Es ist finster, wenn wir Gott vergessen. Und in unsere Welt wird uns das Licht gebracht, das Licht der Auferstehung. Jesus Christus, der auferstandene Herr, macht unser Leben, macht unsere Welt hell. Es wird also wieder heller werden, du wirst auf deinem Bildschirm auch vieles sehen werden. Die Feier der Osternacht beginnt mit der Lichtfeier. Es wird ein Feuer entzündet, an dem die Osterkerze entzündet wird. Und für unseren Seelsorgeraum sind alle 11 Osterkerzen der 11 Pfarrgemeinden hier in unserer Kirche dabei. Es wird dadurch eine große Verbundenheit, eine Gemeinschaft, eine Solidarität ausgedrückt, wenn alle 11 Osterkerzen in dieser Feier entzündet werden. Nach dem Entzünden der Osterkerze wird uns das Exultet, das Osterlob, vorgetragen, vorgesungen, wo die Osterkerze und diese Nacht besungen wird und diese besonders schöne Passage in diesem Exultet im Osterlob: O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Wir dürfen an einen Gott glauben, der Erlösung schenkt. Ein Gott, der nicht zornig ist, nicht reinhaut, sondern sanft, milde und barmherzig. Nach der Lichtfeier ist die Wortgottesdienstfeier. Wir hören Lesungen und natürlich das Evangelium von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Nach einer kurzen Predigt wird das Wasser geweiht, mit dem wir dann auch besprengt werden. Auch du darfst dich mitgemeint wissen, wenn du vor deinem Computer, vor deinem Endgerät sitzt und deine Tauferneuerung auch mitfeierst, mitsprichst. Nach der Tauferneuerung beginnt die Eucharistiefeier und dann nimmt die Feier der Osternacht den gewohnten Lauf der Heiligen Messe. Ich lade dich ein, jetzt noch ein klein wenig Dunkelheit und Finsternis auszuhalten. Ich lade dich ein, dich auf das Licht zu freuen, das uns Jesus Christus bringt. Und ich lade dich ein, in den Jubel einzustimmen, der von dieser Feier in dieser Nacht ausgeht. Die Liednummern für unsere Gottesdienstfeier werden eingeblendet, sodass du auch die entsprechenden Liednummern im Gotteslob bereits aufschlagen und dann kräftig mitsingen kannst.
Lumen Christi. Meeres geführt hat. Dies ist die Nacht.
leuchtende Säule, das dunkle Sünde vertrieben hat. Dies ist die Nacht, die auf der ganzen Erde alle, die an Christus glauben, scheidet von den Lasten der Welt, dem Elend der Sünde entreißt, ins Reich der Gnade heimführt und einfügt in die heilige Kirche. Dies ist die selige Nacht, in der Christus die Ketten des Todes zerbrach und aus der Tiefe als Sieger emporstieg. Unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. O wahrhaft einbringende Sünde des Adam, du wurdest uns zum Siegen, da Christi Tod dich vernichtet hat. O glückliche Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden. Der Glanz dieser heiligen Nacht nimmt den Frevel hinweg, reinigt von Schuld, gibt dem Sünder die Unschuld, den Trauernden Freude. O wahrhaft selige Nacht, die Himmel und Erde versöhnt, die Gott und Menschen verbindet. In dieser gesegneten Nacht, heiliger Vater, nimm an das Abendopfer unseres Lobes, nimm diese Kerze entgegen als unsere festliche Gabe. Aus dem köstlichen Wachs der Bienen bereitet, wird sie dir dargebracht von deiner heiligen Kirche durch die Hand ihrer Diener. So bitten wir dich, o Herr, geweiht zum Ruhm deines Namens, leuchte die Kerze fort, um in dieser Nacht das Dunkel zu vertreiben. Nimm sie an als lieblich duftendes Opfer, vermehle ihr Licht mit den Lichtern am Himmel. Sie leuchten, bis der Morgenstern erscheint, jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht. Dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, der von den Toten erstand, der den Menschen erstrahlt in österlichem Licht, der mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie
und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott: Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen, allen Tieren der Erde, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Und so geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Wort des lebendigen Gottes. Dann sei Gott. Noch lag die Schöpfung in der Fülle der Zeit geschenkt hast durch den Tod des Osterlammes, unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du, heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. So will ich dem Pharao und an seiner ganzen Streitmacht, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweisen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, brach auf und ging nach hinten, und die Wolkensäule brach auf und stellte sich hinter sie. Sie kamen zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da und Finsternis und Blitz erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose erstreckte seine Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht
das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltet sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharaos, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Er hemmte die Räder an ihren Wagen und ließ sie nur schwer vorankommen. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn der Herr kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägyptern seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück. Während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen, so trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Nicht ein einziger von ihnen blieb übrig. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter. Israel sah die Ägypter tot am Strand liegen. Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an den Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Dem Herrn will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Rosse und Wagen warfen ins Meer. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Der Herr will ich singen. Machtvoll hat er sich kundgetan. Pharaos Wagen und seine Streitmacht warfen ins Meer. Seine besten Kämpfer versanken im Schilfmeer, Fluten deckten sie zu, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Der Herr will ich singen, machtvoll hat er sich kundgetan. Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke, deine Rechte, Herr, zersplittert den Feind. Du lenktest in deiner Güte das Volk, das du erlöst hast. Du führtest sie machtvoll zu deiner heiligen Wohnung. Denn Herr, will ich singen, pflanztest sie ein auf den Berg deines Erbes. Einen Ort, wo du thronst, Herr, hast du gemacht. Ein Heiligtum, Herr, haben deine Hände gegründet. Der Herr ist König für immer.
unser Gott. Du hast uns durch das Licht des neuen Bundes den Sinn der Wunder erschlossen, die du im alten Bund gewirkt hast. Das Rote Meer ist ein Bild für das Wasser der Taufe. Das befreite Volk Israel deutet hin auf das heilige Volk des neuen Bundes. Gib, dass alle Menschen durch den Glauben an der Würde Israels teilhaben und im Heiligen Geist die Gnade der Wiedergeburt empfangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. Das Wort des Herrn erging an mich. Menschensohn, als die vom Haus Israel in ihrem Land wohnten, machten sie es durch ihre Wege und ihre Taten unrein. Da goss ich meinen Zorn über sie aus, weil sie Blut vergossen im Land und es mit ihren Götzen befleckten. Ich zerstreute sie unter die Nationen, in die Länder wurden sie vertrieben. Nach ihren Wegen und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie aber zu den Nationen kamen, entweihten sie überall, wohin sie kamen, meinen heiligen Namen. Denn man sagte von ihnen, das ist das Volk des Herrn, und doch mussten sie sein Land verlassen. Da tat mir mein heiliger Name leid, denn das Haus Israel bei den Nationen entweihte, wohin es auch kam. Darum sagt zum Haus Israel, so spricht Gott, der Herr, nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Nationen entweiht habt. Wohin ihr auch gekommen seid. Meinen großen, bei den Nationen entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Nationen, Spruch Gottes, des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise. Ich nehme euch heraus aus den Nationen, ich sammle euch aus allen Ländern und ich bringe euch zu eurem Ackerboden. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen. Ich gebe euch ein neues Herz. Und einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Ihr werdet mir Volk sein und ich werde euch Gott sein. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Gott, du unwandelbare Kraft, du ewiges Licht. Schau gütig auf deine Kirche und wirke durch sie das Heil der Menschen. So erfahre die Welt, was du von Ewigkeit her bestimmt hast. Was alt ist, wird neu. Was dunkel ist, wird Licht. Was tot war, steht auf zum Leben. Und alles wird wieder heil in dem, der Ursprung von allem ist. In unserem Herrn Jesus Christus.
der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Schwestern und Brüder, wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, sind auf seinem Tod getauft worden. Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus, durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Wir wissen doch, unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, so dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, Jesus Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn, denn durch sein Sterben ist er ein für alle Mal gestorben für die Sünde. Sein Leben aber lebt er für Gott. So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben, in Christus Jesus. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich verkünde dir eine große Freude. Christus ist von den Toten erstanden, er ist wahrhaft erstanden. Halleluja. Halleluja.
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ihr sei dir, o Herr. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kam Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude, und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Oh.
von den Toten erstanden, er ist wahrhaft erstanden. Halleluja! Wir feiern Ostern und es ist ein ganz besonderes Feiern, ein ganz besonderes Fest, wenn in der dunklen Kirche die Osterkerze angezündet wird, nach vorne gebracht wird in die dunkle Kirche und es Schritt für Schritt heller wird. Unsere 11 Osterkerzen brennen seitlich des Altares. Es ist hell und es ist Licht. In den vergangenen Tagen habe ich in einigen Gesprächen gehört, solche Ostern hat es noch nie gegeben. Solche Ostern hat es noch nie gegeben, das dürfen wir sagen, weil wir ein Kurzzeitgedächtnis haben. Was länger zurückliegt, das wissen wir gar nicht mehr, das bemerken wir gar nicht mehr. Ich möchte der Aussage, solche Ostern hat es noch nie gegeben, erwidern oder entgegnen, doch, solche Ostern hat es gegeben. Das erste Osterfest der Kirchengeschichte ähnelt unserer Situation. Wenn wir die Evangelien aufmerksam durchlesen, die Erzählungen von der Auferstehung Jesu Christi, so können wir darin Ausgangsbeschränkungen erkennen. Die Jünger gehen alleine, maximal zu zweit, in einem Abstand, vielleicht auch wieder einen Meter, um nachzuschauen, was denn da stimmt. Sie gehen alleine oder sie gehen zu zweit. Sie leben in Quarantäne und diese Quarantäne ist nicht nach 14 Tagen vorbei, sondern dauert 50 Tage bis zum Pfingstfest, wie wir in der Apostelgeschichte lesen können. Es hat es also schon einmal gegeben, solche Ostern, wie wir sie jetzt auch feiern. Und ich lade dich ein, nachzudenken, deine Situation mit der Situation der Apostel, der Jünger, der Anhängerschaft Jesu Christi zu vergleichen. Auf einmal war nichts mehr wie gewohnt, wie bei uns. Auf einmal ist alles anders, wie bei uns. Wir haben jetzt in der Feier der Osternacht verschiedene Lesungen gehört. Lesungen, die wir kennen, Lesungen, die uns wohltun. Dieses schöne Lied, der Hymnus von der Erschaffung der Welt. Gott hält uns in seinen Händen und er sagt zu uns, wir sind sehr gut. Leben wir diese Würde, leben wir diesen Zuspruch Gottes, dass wir sehr gut sind. Leben wir das aber auch in Verbindung zu unserer Umwelt, zur Schöpfung, dass wir gut sind, sehr gut. Wir haben eine Lesung gehört, dass Gott das Herz von Stein aus unserer Brust herausnimmt und uns dafür ein Herz von Fleisch, ein mitfühlendes Herz gibt. Leben wir doch so mitfühlend mit dem anderen, mit dem Nächsten. Und dann haben wir auch noch das Evangelium gehört und ich weiß nicht, was für dich die wichtigste Aussage im Evangelium gewesen ist, aber mich hat dieser Satz wach gemacht, wenn Jesus Christus sagt, fürchtet euch nicht. Wer sagt uns in unserer Situation, in der wir uns jetzt befinden, fürchte dich nicht, vertrau auf Gott. Fürchte dich nicht, okay, es ist vieles anders als gewohnt. Du musst dein Leben umändern, Umkehr, ein wichtiges Wort in unserem Glauben. Aber fürchte dich nicht. Gott geht mit. Gott schenkt Heil und Erlösung. Und dann haben wir noch diese eine Lesung gehört, die so große Probleme bis vielleicht März dieses Jahres bereitet hat, der Durchzug durch das Rote Meer. Eine blutrünstige Lesung, die einen glücklich, das Volk Israel, das trockenen Fußes durch das Rote Meer schreiten kann, die anderen unglücklich, ersaufen da hinten und gehen zugrunde. Sogar gelehrte Theologen meinen, dass diese Lesung in der Osternacht nichts verloren hätte. Aber doch, ich glaube, dass gerade in unserer Situation, in der wir uns befinden, diese Lesung von ganz großer Bedeutung ist. Der Durchzug durch das Rote Meer. Ich vergleiche den Durchzug durch das Rote Meer mit unserer Situation. Das Coronavirus wird mit der Farbe Rot wiedergegeben. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass wir jetzt diesen Durchzug durch das Rote Meer haben. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott mitgeht, dass Gott alles zum Guten wendet. Bezeichnend, dass Wasser eine ganz besonders wichtige Rolle spielt, um alles wegzuwaschen, zu ersaufen
was uns unfrei macht. Es wird uns jetzt auch immer wieder Tag für Tag zugerufen, uns die Hände zu waschen, mehrmals täglich. Hygiene und Sauberkeit. Es wird uns zugerufen, auf das zu achten, was jetzt wichtig ist. Und das einmal zurücklassen, was uns unfrei macht, was uns einengt. Ist da nicht Ägypten auch in unserem Leben erfahrbar und erkennbar? Ägypten nicht ein Ort auf der Landkarte, sondern ein Begriff, ein Bild, ein Symbol für das, was uns einengt. Da, wo wir über die Stränge geschlagen haben. Da, wo wir dieser Würde nicht gerecht geworden sind, die wir in der Lesung gehört haben, im Buch Genesis genauso wie im Buch Ezechiel. Da, wo wir nicht sehr gut gewesen sind, wie Gott uns die Zusage gegeben hat. Ich glaube, dass wir den Durchzug durch das Rote Meer 2020 gut bewältigen werden, weil Gott mitgeht, weil Gott derjenige ist, der Freiheit schenkt und uns Mut macht, alles zurückzulassen, alte, liebgewordene Gewohnheiten, die uns aber letztendlich unfrei machen und einengen. Ich glaube, dass zu Ostern 2020 der Bericht vom Durchzug durch das Rote Meer eine aktuelle Bedeutung hat. Das Coronavirus mit der Farbe Rot dargestellt und wiedergegeben, es wird besiegt werden. Wir ziehen durch dieses Rote Meer des Jahres 2020. Und da gilt die Zusage, der Zuruf des Auferstandenen, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn Gott schenkt Heil. Fürchte dich nicht, denn Gott geht mit. Fürchte dich nicht, Gott macht alles Licht und Hell. Feiern wir Ostern in dieser Freude und in dieser Zuversicht, wenn auch nicht so wie gewohnt, wie vielleicht noch bis vor einem Jahr. Aber die Wirklichkeit von Ostern ist heute gleichgültig wie seit fast 2000 Jahren. Jesus Christus kommt uns entgegen und ruft uns zu, fürchte dich nicht. Hab keine Angst, Gott geht mit. Darauf vertrauen wir. Das ist unser Glaube, das ist unser Osterglaube, der heute wieder erfrischt wird, der heute wieder neu entdeckt wird, der uns heute immer wieder auch Halt und Kraft gibt. Fürchte dich nicht, Gott geht mit, Gott lebt, Gott lässt dich nicht allein. Ostern feiern heißt, sich auch unserer Würde der heiligen Taufe bewusst zu machen, bewusst zu sein. Es wird jetzt das Wasser geweiht, mit dem wir dann besprengt werden, als Zeichen des neuen Lebens, das Gott uns schenkt, als Zeichen, dass Gott uns begleitet auf unserem Durchzug durch das Rote Meer 2020. Allmächtiger, ewiger Gott, deine unsichtbare Macht bewirkt das Heil der Menschen durch sichtbare Zeichen. Auf vielfältige Weise hast du das Wasser dazu erwählt, dass es Hinweise auf das Geheimnis der Taufe. Schon im Anfang der Schöpfung schwebte dein Geist über dem Wasser und schenkte ihm die Kraft zu retten und zu heiligen. Selbst die Sintflut war ein Zeichen der Taufe, denn das Wasser brachte der Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang. Als die Kinder Abrahams aus Pharaos Knechtschaft befreit, trockenen Fußes das Rote Meer durchschritten, da waren sie ein Bild deiner Gläubigen,
die durch das Wasser der Taufe aus der Knechtschaft des Bösen befreit sind. Allmächtiger, ewiger Gott, dein geliebter Sohn wurde von Johannes im Jordan getauft und von dir gesalbt mit heiligem Geiste. Als sie am Kreuz hing, flossen aus seiner Seite Blut und Wasser. Nach seiner Auferstehung befahl er den Jüngern, geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Allmächtiger, ewiger Gott, schau gnädig auf deine Kirche und öffne ihr den Brunnen der Taufe. Dieses Wasser empfange die Gnade deines eingeborenen Sohnes vom Heiligen Geiste, damit der Mensch, der auf dein Bild hingeschaffen ist, durch das Sakrament der Taufe gereinigt wird von der alten Schuld und aus Wasser und Heiligem Geiste aufersteht zum neuen Leben deiner Kinder. Durch deinen geliebten Sohn steige herab in dieses Wasser die Kraft des Heiligen Geistes, damit alle, die durch die Taufe mit Christus begraben sind in seinen Tod, durch die Taufe mit Christus auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Mitchristen im Glauben an die Auferstehung, wir alle sind durch das österliche Geheimnis der Taufe mit Christus begraben worden, damit wir mit ihm auferstehen zu neuem Leben. Nach den 40 Tagen der Fastenzeit wollen wir nun unser Taufversprechen erneuern, jetzt am Osterfest. Das Taufversprechen, mit dem wir einst dem Bösen abgeschworen und Gott versprochen haben, ihm, unserem Herrn, in der Kirche zu dienen. Und so frage ich euch alle, die heute diese Osternacht mitfeiert: Widersagt ihr dem, was böse ist, was uns unfrei macht und einengt und was uns daran hindert, als Kinder Gottes aufrecht und aufrichtig durch die Welt zu gehen? Ich widersage. Glaubt ihr an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Ich glaube. Glaubt ihr an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zur Rechten des Vaters sitzt? Ich glaube. Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben? Ich glaube. Der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, hat uns aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt und uns alle Sünden vergeben. Er bewahre uns durch seine Gnade in Christus Jesus, unserem Herrn, zum ewigen Leben. Es soll dein Er wird dich sein, mit zu gehen.
Herr unser Gott, nimm die Gebete und Gaben deines Volkes an und gib, dass diese österliche Feier, die im Opfer des wahren Osterlammes ihren Ursprung hat, uns zum ewigen Heil führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken, diese Nacht aber aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich, außer der Sünde. Den Armen verkündet er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben, damit sie für uns Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus werden, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen hat, als Zeichen des ewigen Bundes. Da die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank. Brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach:
Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Tod, O Herr, verkünden wir, und seine Auferstehung weisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern. Wir kennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Wilhelm und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die durch die heilige Taufe zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für alle, die jetzt diesen Gottesdienst mitfeiern, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind, und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind, und schenke uns allen das Erbe des Himmels, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Jakobus und dem heiligen Hubert, mit dem heiligen Nikolaus und dem heiligen Johannes dem Täufer, mit dem heiligen Martin und dem heiligen Andreas, mit dem heiligen Leonhard. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich, durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu bieten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Sondern erlöse uns von den Bösen.
Unser Herr Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und seinen Freunden begegnet. Er hat sie mit den Worten begrüßt, wie wir im Evangelium gehört haben: Fürchtet euch nicht. Und so bitten wir. Herr Jesus Christus, schau auf unser Leben, auf unseren Glauben, auf unser Bemühen, dir und deinem Wort zu vertrauen. Und schenke uns und allen Menschen auf der ganzen Erde Einheit, Freude und Frieden. Und der Friede des auferstandenen Herrn Jesus Christus sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr, Halleluja. Wir sind befreit von Sünde und Schuld, so lasst uns Festmahl halten in Freude, Halleluja.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns durch die österlichen Sakramente gestärkt. Schenke uns den Geist deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ich sage euch allen ein herzliches Dankeschön für die gemeinsame Feier der Osternacht und auch ein Dankeschön für die Feiern wie etwa beim Sonntag, Gründonnerstag Donnerstag oder Karfreitag. Ein herzliches Grüß Gott, ein herzliches Dankeschön fürs Mitfeiern, Mitbeten, mit unterwegs sein und auch das gegenseitige Vertrauen zu schenken. Gott geht mit. Ich möchte dir ganz gleich, in welcher Situation du dich gerade befindest, noch einmal den Zuruf des Auferstandenen mitgeben: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, weil Gott ist an unserer Seite. Das haben wir jetzt in den Lesungen dieser Osternachtfeier gehört. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, der uns unendlich gerne hat. Dieser Gott, der barmherzig ist, der Heil und Erlösung schenkt. Fürchte dich nicht, vertrau darauf, der auferstandene Herr Jesus Christus ist mit dir unterwegs. Gesegnete Ostern dir und allen Menschen, die dir am Herzen liegen. Gesegnete Ostern und die Freude, die tiefe Freude aus der Feier der Auferstehung, jetzt dieser Osternacht, die wir gemeinsam gefeiert haben. Gesegnete Ostern und nochmals der Zuruf Jesu Christi des Auferstandenen, fürchte dich nicht. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. In dieser Nacht, die erhellt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben. In ihm führe ich Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Amen. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur österlichen Freude geführt. Ihr geleitet euch alle Tage des Lebens bis zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Sei Gott dem Herrn, Halleluja, Halleluja.
Hilfe.